Ja, Tops. Jetzt muss er einen Schritt nach links gehen, damit er den Pfeil da rumbekommt. Bekommt er hin. Ins Match, das ist völlig klar. Ist ja trotzdem auch immer wieder interessant, wie auch so die Selbstwahrnehmung dann von Dragutin ist, der so gute Darts spielen kann. Das hat er eben bei den Host Nation Qualifiern schon so heute teuer werden. Diese zwei Fehlwürfe da aufs Doppel. Rasma jetzt auf Tops. Darts. So, auf geht's Dragutin. 120er Finish ist immer drin. Ja, Tops. Klasse Finish von Dragutin Horvat. Zum ersten Leggewinn für ihn. Zum 1:2. Zum Break. Sich damit ein Dart auf Doppel genommen. Chance für Dragutin. Jetzt muss er da sein. 17 für Doppel. 16. Und jetzt ist er da. 2:2. Allen voran Instagram. Genau, müssen wir hier den Kanal von Dragutin mal ein bisschen pushen, ein bisschen voranbringen. Da gerne mal vorbeischauen. Rasma, nächste 180. Die 131. Zeugen nochmal etwas Druck. Ich glaube trotzdem, dass Rasma jetzt die Doppel 4 abräumt. Genauso ist. Dann setzt er daneben. Guter erster Dart. Eben auch nutzen. Doppel 10. Noch hat Rasma nicht gecheckt. Jetzt hat er gecheckt. Break für den Letten. 4:2 vorne. Dragutin Horvat muss in dieser Phase cool bleiben. Doppelquote bei Rasma. Auch nicht gut. Ist ein absoluter Fachmann der Szene. Ganz kurz drauf schauen hier auf dieses Leg Doppel 8 bei Rasma. Ah, checkt er zum 5:2. Nur noch ein Leg entfernt vom von doch recht deutlichen Sieg für den Letten. Aber noch ist das Ding nicht durch. Auch früher Master of Ceremonies gemacht hat, beziehungsweise da auch auf der Bühne immer wieder Anheizer. Das macht er mittlerweile nicht mehr. Aber von der PDC Europe Philipp Brzezinski macht das und eben auch Dan Dawson oder und jetzt beide hier mit der 180 in den Niederlanden gibt es noch einen weiteren, der das macht. So, jetzt müssen wir uns auf diese finale Phase des Matches konzentrieren. Doppel 10. Ja, der erste sitzt noch nicht durch, zumindest zur ersten Finish. Im Anwurf-Lag des Letten. Und das beherrscht Rasma richtig gut, die Triple 19. Da ist er so gut, da ist er so gut drauf. Nächsten Chancen, theoretischen Chancen, das Match zuzumachen für Rasma. Der erste sitzt super. Da wird er drauf gehen, da geht er drauf, weil er sich auf der 19 sicher fühlt. Am Ende ein 6:3 Erfolg für Manas Rasma gegen Dragutin Horvat, der